Herzlich willkommen zum letzten Video der diesjährigen Essen Motor Show. Und zwar, wir hatten ja gesagt, am letzten Tag machen wir ein Video, was ihr euch wünschen könnt. Die meisten Likes in den Kommentaren hat definitiv Holy Hall bekommen. Das heißt, wir gehen jetzt mal rüber und besuchen den Johannes. So, da haben wir noch schon gefunden. Hallo Johannes. Hallo. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Die Zuschauer haben sich gewünscht, dass wir hier ein Video machen. Ja. So, das heißt, du warst quasi der Top-Gefragteste unter den Videos und wir sollten auf jeden Fall einmal vorbeikommen. So, für mich ehrlich gesagt absolutes Neuland. Ja. So, bin zwar schon einmal vorbeigelaufen, hab mir aber noch gar nichts angeguckt hier. Ja. So, ich würde sagen, du stellst dich und deine Jungs einfach mal einmal kurz vor, was ihr so macht und so weiter. Ja, ich bin der Johannes, einer der Ergründer oder Erschaffer von Holy Hall. Das hier ist der Fabian übrigens, der mit dem Handy hier steht. Das ist unser Kamera- und Videomann. Ja, wie ist das Ganze entstanden mit uns? Wir sind junge Kerle, ziemlich ländlich gehalten aus dem Dorf. Jeder hat so sein Auto getuned damals, wir sind auf verschiedene Treffen gefahren. Fabian hat dann das Video drehen für sich entdeckt, hat dann verschiedene Carpoints gemacht, das war ihm dann zu langweilig. Und so ist das dann entstanden, dass wir dann einfach gefilmt haben, was wir bei uns in der Garage machen. Dem Ganzen mussten wir natürlich dann einen Namen geben. Das Heiligtum jedes Tuners ist natürlich sein Fahrzeug, wo wir das Fahrzeug dann getuned in der Heiligen Halle, in der Holy Hall. So ist das Ganze entstanden und ja, haben dann videotechnisch unsere Privatfahrzeuge getuned, aufgebaut und haben das Ganze dann halt bei YouTube hochgeladen. So ist das Ganze entstanden. Auf jeden Fall schon mal extrem geile Geschichte. Ja. Finde ich richtig cool. Endlich mal richtig Schrauber, die auch was draus machen am Ende so ungefähr. Ja. Das heißt, wie lange machst du das Ganze jetzt mit YouTube und so weiter? Wir machen das Ganze, also angefangen haben wir Ende 2015, nur wir waren natürlich die Kamera nicht gewohnt, gell? Und haben dann ganze 2 Monate gebraucht für das erste Video, weil das natürlich schon komisch ist, vor seinen Kumpels zu sitzen und die halten die Kamera auf dich. Und haben uns dann entschieden, das erste Video am 01.01.2016 hochzuladen und seitdem gibt es uns. Wie viele Videos macht ihr so ungefähr? Videos machen wir momentan ein Video die Woche. Ein Video die Woche, okay. Mit uns. Cool. Ja, auf jeden Fall mega Geschichte, feiere ich auf jeden Fall. Und wie ist jetzt der aktuelle Stand? Wie geht es weiter? Was habt ihr vor? Wie sind eure Visionen so? Also bekannt sind wir für meinen Porsche 997, den habe ich mir damals als Unfallauto gekauft. Mit einem Frontschaden, da war wirklich nur Blechzeile, Kühlerpaket vorne links, alles defekt. Und kurz nach dem Aufbau habe ich das Teil selber nochmal zum Totalschaden gebracht. Okay. Da war das Ding dann rundherum kurz und klein und da wir natürlich handwerklich sehr geschickt sind, haben wir das natürlich auf eigene Kraft wieder aufgebaut, das Fahrzeug, hatten dann dementsprechend auch noch gewisse Gelder übrig von der Versicherung und haben das dann dementsprechend jedes Jahr abgeändert zu einem gewissen anderen Design, mal mit Spoiler, mal mit Entengürtel, andere Felgen und so weiter. Verfilmt ihr diese Schrauberei auch? Also das, so richtig so ins Detail? Alles komplett. Jetzt komplett alles, okay. Zum Beispiel der BMW 1602, das ist unser aktuelles Projekt. Das Fahrzeug haben wir eigentlich gekauft mit einem Wertgutachten von der Note 2-. Ich kann euch das ja mal kurz hier demonstrieren. Hat übrigens auch Fahrzulassung. Also wenn man jetzt mal hier so reinguckt. Ja, ja, das ist schon rostig. Was da hier so geflickt und gefuscht worden ist. Also die Radhäuser und so, alles ist schon übel. Das haben wir uns halt dementsprechend jetzt alles neu als Blechteile besorgt. Die kompletten Kofferraumboden, die komplette Heckwand. Die wird nämlich sowieso umgebaut auf das ältere Modell mit den kompletten runden Rückleuchten. Die kompletten Drome, Fußräume, die komplette Front kommt runter. Also jetzt nach der ersten Motorshow werden wir anfangen, das Ding zu zerschneiden. Da wird nicht mehr viel von dem Serienfahrzeug übrig bleiben. Das heißt, ihr macht wirklich alles querbeet. Egal ob Karosserie, Technik, Lackierung, alles. Alles komplett. Geil, cool. Und du bist sogar gelernter Lackierer, ne? Ich bin gelernter Kfz-Mechatroniker. Mein Chef dann hat dann irgendwann mitgekriegt, dass ich auch sehr gut lackieren kann. Karosseriebau mich auch gut auskennt. Die haben mich dann in dem Betrieb, wo ich vorher war, in die Lackiererei gesteckt. Aber jetzt momentan bin ich tätig als Lackierer und Karosseriebau. Und das heißt, die Schrauberei macht ihr quasi nur für euch? Die Schrauberei machen wir nur für uns, ja. Ich finde die Idee auf jeden Fall sehr geil, das Ding einfach dann hier in schwarz-matt hinzustellen. Mit diesen, das sind ja Drag Race-Sitze, nehme ich mal, ne? Ja, das war halt auch so der Plan, gell? Das ist halt der aktuelle Stand jetzt gerade von dem Fahrzeug und das ist halt auch schön mal für die Leute zu sehen, wie sowas vorher aussieht, bevor wir das dann dementsprechend umbauen. Weil hier wird immer nur alles Show und Shine und schön und fein ausgestellt. Aber da kann man sich sowas mal angucken, was das eigentlich für eine Arbeit mit sich bringt, sowas wieder zu restaurieren. Ja, ja, klar. Ja, ja. Wie kommt es, dass ihr jetzt auf AS Motorshow seid? Erste Mal, ne? Das erste Mal, ja. Ja gut, durch YouTube sind wir natürlich ein bisschen bekannter geworden und dann war das schon immer so ein Traum für uns. Ich meine, wir laufen hier seitdem immer kleine Schnipsel in der ersten Motorshow und das selbst mal ausstellen zu können, irgendwann ist schon ein großer Traum, den wir uns dieses Jahr erfüllt haben. Und für das erste Jahr können wir uns schon blicken lassen. Ist auch nicht gerade klein, ne? Ja.
Ja, sehr cool. Und der R8 da hinten, das war auch so ein spezieller Spezialfall. Das hat man wahrscheinlich letztes Jahr zur Essen Motorshow in der Bildzeitung lesen können. Der ist auf dem Weg hierher vom Hänger gefallen. Ach du Scheiße. Ja, ich dachte, Wörthersee war das. Aber nee, das war nicht Wörthersee, das war auch die Essener Motorshow. Ja, und das Ding, also der Hänger hing noch dran, allerdings lag das Fahrzeug auf dem Dach. Was ist da passiert? Das Kollege von uns, oder ein guter Kumpel, Danilo, der ist von einem LKW geschnitten worden. Man muss dazu auch sagen, dass sein Zugfahrzeug, der kleine Mercedes, der vorne dran war, auch viel zu klein war eigentlich für das Gespann, ist dann in den Schlingern gekommen und hat das Ding aufs Dach gelegt. Also es war wirklich rundherum kurz und klein. Und da kannst du natürlich auch mit den Teilen an sich nicht mehr viel anfangen. Das ist Aluminium, das hängelst du nicht mehr zurück. Wir mussten dann auch die Dachhaut rausnehmen und haben dann dementsprechend alles erneuert und haben das auch videotechnisch festgehalten. Ja, ein paar coole Bilder, wie das Seil ohne Außenhaut an der Tankstelle steht. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, es werden jetzt jede Menge Leute, jede Menge Videos auf jeden Fall bei euch gucken. Weil ist auf jeden Fall eine coole Sache, weil es so ein bisschen passt so ein bisschen zu meinem Channel, wo auch alles extrem technisch ist mit viel Schrauberei und so weiter. Halt, ne? Das finde ich cool. Also ich werde mir auf jeden Fall das eine oder andere auch noch angucken. So, wir fangen hier aber nochmal an. 997 war Facelift oder hast du auf Facelift alles umgebaut? Das war Baujahr 2005. Ist Baujahr 2005. Wir haben das Deck auf Facelift umgebaut. Diese Zecken hier, also diese Bürzel, dieser normale klassische Bürzel ist etwas steiler. Das Teil habe ich jetzt komplett selber aus Blech angefertigt. Geil. Also das ist Metall. Richtig massiv. Ja, solche Arbeiten feiere ich auf jeden Fall auch. Weil sowas auch heutzutage kaum noch wer macht, ne? Genau, also dafür sind wir bekannt, dass wir wirklich auch viele Teile wirklich selber anfertigen und bauen und nicht irgendwo einfach kaufen. Jetzt zum Beispiel fertig, diese GD3-Stoßstange, das ist eine Zubehörstoßstange. Allerdings dieser Carbon-Diffuser, mein Kollege, der bei uns das Video macht, der ist Modellbauer von Beruf und der hat uns dann dementsprechend hier diesen Carbon-Diffuser hier eingebaut und das wird dann dementsprechend alles von uns selber gemacht. Auspuffanlage, alles selber gemacht. Was ich cool finde, es ist so 100% Custom, aber immer noch, ich sag jetzt mal vorsichtig, einigermaßen schlicht gehalten. Ja. Weißt du, nicht zu heftig, auffällig und so weiter, sondern schon noch fast seriennah. So, übertrieben gesagt, natürlich ist das nicht seriennah, aber man hätte es auch, weiß nicht, so auffällig machen können. Ne? Ja, ja. Und das sieht irgendwie cool aus, ja. Wie ist das mit der Tiefe? Ist da Luftfahrwerk drin, oder? Der ist static, so. Static. Und der wird auch so bewegt und der wird auch richtig rangenommen. Bei euch immer static oder auch Luftfahrwerk? Nee, nicht immer static. Der R8 zum Beispiel, der ist gerade auf Luft, aber der Lilo baut das immer mal ein bisschen um, wenn er Spaß hat zum Fahren, sagt man so, baut er das dann um auf Gewinde. Genau. Ja, cool. Krass. Das heißt, was muss man hier machen, um das Ding so tief zu kriegen? Weil es ist ja schon tiefer als einfach nur tief, ne? Da ist ein H&R Deep verbaut. Allerdings sind da noch gewisse Abänderungen von uns vorgenommen worden. Der hat oben so Aufnahmen für die Karosserie aus Aluminium. Die haben wir auf der Drehbank abgedreht, um dementsprechend noch tiefer zu kommen. Noch tiefer zu kommen, ja. Und das fährt wirklich so auf der Tiefe? Das fährt so auf der Tiefe. Aber da musst du mit Stoßstange schon richtig aufpassen überall, so, ne? Also wenn wir das Teil auf Hänger fahren, nehmen wir vorne die Lippe ab. Ja. Ansonsten auf normaler Landstraße kannst du wirklich perfekt damit fahren. Ja. Es sei denn, du fährst jetzt auf irgendeinem Parkplatz, wo eine Kante ist oder so, dann musst du schon vorsichtig hochratzen. Ansonsten kannst du das Teil wirklich nicht. Und genau mein Lieblingshörer. Ja, genau richtig. Ja, cool. Außer mit den schwarz glänzenden Felgen und auch so passend so mit dem Lack und Folie. Ja. Das ist schon irgendwie ganz eigener Stil auf jeden Fall. So, ne? Hast du sofort gesehen, dass es Folie ist? Er als Lackierer? Bitte nochmal. Mit dem Hintergrund, dass er ja auch lackiert, hast du sofort gesehen, dass es Folie ist? Nö. Ja, so. Gut. Weil das glaubt kaum einer. Ich hab's auch nur gerade gemerkt. Gerade kriegt man halt nicht hin mit Folie, gell? Nee, ich hab's. Das ist typisch. Du hast hinten an der Schuhstange genau. Spoiler gesehen, gell? Ja. Ich hab dran gefasst und hab einfach die Klebekante gesehen. Ja, ja. Aber der ist ganz normal drunter lackiert oder ist quasi noch in Schwarz-Uni, 041. Ja. Krass. Also der hat auch ein perfektes Finish unter dieser Folie, gell? Ich bin Lackierer und bin da ein bisschen so fetisch drin. Ja. Die Autos werden dann meistens von mir einmal komplett durchgeschliffen und dann wieder aufpoliert, dass man halt diese Orangenhaut von der Lackierung rausbekommt. Ich sehe schon, wir müssen auf jeden Fall mal vorbeifahren und uns mal angucken. Ja, gerne. Da gibt es ja scheinbar jede Menge zu sehen. Oder Karosseriearbeiten sind wir wirklich bekannt. Wir haben auch den letzten RWB Austria, haben wir auch lackiert, dieses Babyblau. Da hat mich der Besitzer damals kontaktiert, weil wir so berüchtigt sind für schöne Farben. Da haben wir auch die Farbe rausgesucht, haben das auch gemacht. Warum ist der Lader nicht hier? Der Lader ist aus platztechnischen Gründen nicht hier. Okay. Ja. Kostet natürlich auch ein bisschen hier der Spaß und deswegen muss man da gewisse Abstriche machen. Ja. Und ist schon groß. Ja. Verstanden, ne? Ja. So, jetzt gucken wir uns den R8 nochmal an. So, als allererstes die Farbe. Das ist Reseda Grün von Volkswagen. Mhm.
hat so ein bisschen was wie früher dieses Lasergrün, was es so auf Golf 1 und so gab. Ne? Ja. Wobei das ein bisschen, naja, es ist ja ein Uniton, ne? Genau. Das ist ein Uniton und ich glaube Lasergrün war ein Metallic damals, ja. Ich meine, die Theke ist natürlich mal heftig. Ist das auch irgendwie Eigenbau oder gibt es das wirklich so zu kaufen? Das hat der Kollege, dem das Fahrzeug gehört, wirklich auch selber angefertigt, die Halter fräsen lassen, also das ist auch Eigenbau. Den gibt es zwar schon so, Schäfchen hat das, glaube ich, auf seinem R8, gell? Allerdings wollte ihr dem Kollegen keinen Spoiler bauen, deswegen hat er das nur selbst in die Hand genommen. Schnell selber gemacht. Ja, selbst ja wie gesagt, Karosserie, Außenhaut, Haube, Türen, Seitenteile ist beim R8 ganz cool. Du kannst die Seitenteile einmal komplett abnehmen, das heißt, du musst da nicht irgendwie dengeln. Die sind wirklich für die vorderen Kotflügel einfach geschraubt, deswegen war das ganz gut. Die Carbon Blades hier, die haben wir dann dementsprechend auch nochmal aufbereitet, haben dann selber eine Schicht Carbon nochmal überzogen. Das Hauptproblem war das Dach wirklich bei der Reparatur, weil da muss man Herstellervorgaben beachten von Audi. Das muss dann mit speziellen chemischen Steinen, muss diese Kante behandelt werden, dass da keine Korrosion gibt. Spezieller Kleber, der arschteuer ist. Und dann wird das Ganze mit so speziellen Stahlnieten genietet, das Dach. Das heißt, du brauchst keine Löcher vorher in diese Karosseriekante, sondern die Nieten drücken sich direkt durch das Blech durch. Ah. Und die sind dann auch nochmal speziell beschichtet, damit die das Aluminium nicht angreifen. Ja, ihr hört, da steckt jede Menge Know-how auf jeden Fall hinter. Jetzt die entscheidende Frage, es hört sich für mich so an, als wenn ihr auch Tag und Nacht dran schrauben würdet. Das stimmt. Also wie ich schon erwähnt habe, wir sind nebenbei noch voll berufstätig. Ja. Ich bin Lackierer, mein Kollege ist Modellbauer. Und dann kommt der 8-Stunden-Tag nach dem 8-Stunden-Tag hin. Noch hinterher, ne? Genau. Ja, das hört man sofort raus auf jeden Fall. Autos schrauben, Klamotten machen, Treffen machen und das mit zwei Mann, das ist schon... Schon Pensum, ne? Ja. Ja, cool. Felgen, was ist das für Felgen? Das sind Radikal Wheels. Tobi Fleischer nennt sich der Kollege, der hat die Sonder angefertigt, extra für den Danilo. Also die gibt es weltweit nur einmal auf dem Fahrzeug. Genau. Sind jetzt aber auch keine echten Zentralverschlüsse, sondern nur Optik. Nur Optik, ja. Ja, ja. Heftig. Eher so der technische Mensch, gell? Ja. mehr eigentlich nur Technik und halt Schrauberei und so. Ja. So ab und an mal ein bisschen rumfahren, aber eher mehr Technik. Ja, aber das habe ich die letzten Jahre bei uns ziemlich vernachlässigt mit der Technik, mit Motorumbauten und so weiter und so fort. Jetzt bei dem 1602 ist ein schönes Projekt geplant. Also mein Traum wäre es, das Teil komplett auf Elektro umzubauen. Elektro, okay. Ich habe da schon mal die Kollegen von BMW angeschrieben, aber die haben da nicht so Bock drauf. Ja, ja. Auf so ein i3 als Sponsorfahrzeug, das wäre schon mal geil gewesen. Ja. Aber jetzt muss man wahrscheinlich irgendeinen billigen Prius schlachten oder so. Mal gucken, ob wir das umgesetzt kriegen. Ja, ich würde sagen, so viel auf jeden Fall zum Beispiel. So viel schon mal zur Vorstellung von Holy Hall. Extrem coole Typen, definitiv. Dankeschön. Wir werden auf jeden Fall mal vorbeikommen und gucken uns das Ganze mal präsentieren. Weil ich denke, da gibt es jede Menge coole Sachen zu filmen. Auf jeden Fall. Danke. Bis zum nächsten Mal.